Rahmen der Projektpartnerschaft Kulturschule mit dem Lessing-Gymnasium entstehen viele kleine filmische Beiträge unserer Filmgruppe. Juliane gibt uns einen Einblick. Film ab! Hallo, ich heiße Juliane Karz, gehe in die Klasse 5b auf dem Lessing-Gymnasium, bin 10 Jahre alt und ich besuche die Kulturstunde Kleine Filmemacher und möchte euch mal zeigen, was wir so in der Kulturstunde machen. Und Action! Film ab! Das ist unsere Filmgruppe. Hallo. Hallo. Heute erstellen wir einen Drehplan, das heißt, wer wann die Kamera kriegt. Gar nicht so einfach bei so vielen Filmleuten. Doch jetzt kommen erst einmal Interviews. Action! Hallo, wie heißt du? Ich heiße Lisa Denise. Ich heiße Ernest Kramer. Ich bin die Julia Hartmann. Ivo? Ich heiße Dirk Lienig. Und macht es dir Spaß in der Kulturstunde? Ja. Gefällt dir der Film, den ihr jetzt gerade in der Kulturstunde dreht? Ja, der gefällt mir sehr und ich stehe auch hinter der Kamera. Ja, es macht mir Spaß. Also ich finde es sehr interessant und es macht auch wirklich Spaß. Ja, wir machen auch so eine kleine Filme, da darf sich jeder was aussuchen, was er machen möchte. Und dann soll er das eben machen. Okay, du drehst da bestimmt auch so einen kleinen Kurzfilm. Ja, den drehe ich. Und worum geht es da bei dir in dem Film? Also bei mir geht es um Lego-Marsmenschen, die gegen Aliens kämpfen. Also wir drehen zurzeit einen Krimi, das wird ganz spannend, aber ich will auch nicht so viel verraten. Bei mir geht es um meine Oma. Also was mir Spaß macht, ist an eure Lebendigkeit und dass ihr sehr schöne Ideen entwickelt, die ihr hoffentlich auch noch alle umsetzen werdet. Zum Schluss der Stunde erklärt uns Ivo noch sein Drehbuch. Eine Stadt rückt symbolisch zusammen. In ein Haus, ein Würfelhaus im Abrissgebiet. In diesem Haus mit 6 Etagen und 18 Wohneinheiten entsteht temporär ein Mikrokosmos unserer Stadt. Eine Art Labor, in dem wir Lebensentwürfe überdenken und dabei entstehende Ideen teilweise praktisch ausprobieren. Was bedeutet Auszeit? Ja, wir nehmen symbolisch eine Auszeit, ziehen von der KUFA komplett dorthinter, um sozusagen in einem Haus über die Zukunft von Hoyerswerda mit so vielen wie möglichen Partnern, Einzelpersonen, Vereinen, Initiativen nachzudenken. Auszeit heißt 3 Wochen lang im WK 10, in einem Block, der leergezogen wird. Der wird nochmal belebt mit Aktionen von allen Vereinen, die mitmachen möchten in Hoyerswerda, um halt Zukunft zu bauen in der Stadt. Und gibt es schon Ideen? Also es gibt natürlich Haufen Ideen, was man dort machen kann. Es sind ja wahnsinnig viele Initiativen in dieser Stadt. Da sind die wenigsten von der KUFA werden dort kommen, hoffe ich mal, sondern dass wirklich andere Leute mitmachen. Ist es ein reines Kunstprojekt? Weil es heißt ja Nachdenken über H. dass man im Nachdenken über diese Stadt sich auch künstlerisch damit auseinandersetzt und den einen oder anderen Raum gestaltet. Aber ich glaube, wir haben ja 7 Labore sozusagen gegründet, die sich viel breiter mit dieser Thematik beschäftigen, also von Wohnen und Leben über Energie und Wertkreisläufe bis hin zur Kultur eben, dass man sozusagen, wenn man es nur auf künstlerischer Ebene bringen würde, das wäre ein bisschen zu wenig. Was passiert denn bei euch in eurem Labor? Im Labor für Glück, Gesundheit und Lebensfreude wollen wir uns eben mit dem Thema Glück auseinandersetzen. Was braucht man zum Glücklichsein? Was hindert uns am Glücklichsein? Können wir uns vielleicht gegenseitig sogar helfen beim Glücklichsein? Gesundheit ist natürlich auch ein großer Aspekt dabei. Es wird deswegen einen Entspannungsraum geben. Es wird Kursräume geben für Yoga, Meditation. Es wird einen Turnraum geben für sportliche Aktivitäten. Es wird ein Glücksarchiv geben. Dort sammeln wir Sachen, die die Leute uns hoffentlich bringen. Was bleibt denn, wenn die Auszeit vorbei ist? Es gibt ein Tagebuch, es gibt wahrscheinlich auch eine filmische Dokumentation, ganz klar. Es wird alles dokumentiert, archiviert und weiterhin zu sehen sein. Also so ein Projekt hört nie auf. Spur der Steine. Ein geführter Stadtspaziergang zu Kunstwerken im öffentlichen Raum mit Abschlusskonzert der Band Tango Mysterio. Start ist am 10.06. um 14 Uhr am Stadtpark an der B97.
gegenüber dem Achat-Hotel.